guten Tag. Ich bin ein älterer Herr, der seit Jahren eine Wohnung an Studenten vermietet. Leider habe ich in diesem Jahr sehr viel Pech gehabt, denn ich habe die Wohnung einer recht verdächtigen Truppe vermietet. Sie haben nicht fristgerecht bezahlt, weswegen ich hinging, um das zu prüfen. Sofort, als ich die Tür öffnete, dachte ich würde einen Herzinfarkt bekommen. Das ganze Haus war verwüstet. Überall Dosen, Dreck und Matsch. Flaschen, wohin das Auge nur hinsieht. Und die? Die saßen in der Küche und tranken weiter. Ich habe sie gewarnt, dass ich sie rausschmeißen würde, wenn sie nicht bezahlen. Sie haben bezahlt, aber dann hat sich rausgestellt, dass sie die Heizkörper verkauft haben, um Geld für Alkohol zu haben. Die haben die Möbel verkauft und nur Müll hinterlassen. Danach waren sie sogar so frech, dass sie ihre Kaution gefordert haben. Aufräumarbeiten sind in meinem psychischen und gesundheitlichen Zustand nichts mehr für mich. Helfen Sie mir bitte dabei. Piss dich! Ja, das klingt ja so, als hätte Bart, der alte Kreiseficker, mal wieder das ganze Spandauer Team in seine Bude gelassen. Überhaupt kein Problem. Klingt auf jeden Fall nach einer richtigen Müllhalde, aber ich würde sagen, wir kriegen das auf jeden Fall wieder gewuppt. Denn ich bin Kato de Kalle Kuschinski und ich pimp dein Haus, Alter. Yo, du wärst gern ein Player. Doch bei dir sieht's kacke aus. Der Kalle kommt näher. Der Junge pimp dein Haus. Damn right. Hallo! Oh, weia. Das sieht hier schon mal so gar nicht gut aus. Das ist ja also die Partyhölle Spandaus, wo Bart hier die Leute reingelassen hat. Naja, gucken wir mal rein. Oh mein Gott! Oh, das sieht schon direkt nicht so gut aus. Hier gibt es wahrscheinlich einiges aufzuräumen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mal die Ärmel hochkrempeln. Und dann wird in die Hände gespuckt. Wenn Sie eine Person mit Katzaridaphobie, Angst vor Kakerlaken sind, können Sie in den allgemeinen Spieloptionen Kakerlaken und in Glasstücke verwandeln. LOL! Heute hat es einfach nicht für Bierchen gereicht, Leute. Deswegen gibt es heute nur einen Mate-Tee. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. So, okay, ja gut. Ich habe jetzt, glaube ich, keine Angst vor Kakerlaken. Ihhh. Okay, das ist halt wirklich irgendwie ekelhaft. Alter, was haben die hier für eine Party gefeiert? Oh weia. Vor allem nur am Weinsaufen. Oh, das ist ja ganz schön ekelhaft. Oh, schon wieder neue Fertigkeitspunkte. Aber wir haben auch vom letzten Mal noch einiges an Punkte. Wir können jetzt hier erstmal ordentlich Punkte vergeben. Das machen wir jetzt auf jeden Fall mal. Scharfsinniger Blick. Du siehst einige der Verunreinigungen auf der Minimap. Naja, weiß ich nicht. Schnelles Händchen. Aufräumen um 25% schneller. Und der Ultra Hypermob, den wollten wir sowieso irgendwann mal besitzen. Ich glaube, den werden wir uns jetzt einfach mal gönnen. Oh, jetzt habe ich zweimal. Wirf den Müll in der Reichweite weg. Nun. Was haben wir hier? Verhandlung. Anforderungen der Aufträge. Das ist natürlich nicht so schlecht. Bedeutet, wir müssen nicht mehr so viel machen, um krassere Aufträge zu bekommen. Höheres Einkommen. Zahlung für Aufträge. Bei meinem Verbrauch auch keine schlechte Idee, glaube ich. Preise sind verhandelbar. Ich glaube, das ist nicht so schlau. Wir hatten das letztes Mal ja schon überlegt. Aber ich glaube, dass wir erstmal auf die andere Sache gehen sollen. Und vielleicht erstmal so ein bisschen auf Money. Auch gleich 2 Punkte in höheres Einkommen. Damit wir natürlich auch mehr pimpen können. Ist doch vom Brain her ist es doch ganz logisch. Was haben wir noch? Goldenes Händchen. Neue Fähigkeit für Montage von Geräten. Ah ja, ich glaube, das mit der Vergipsung ist hier vielleicht sogar das Beste. Wobei das Montieren? Na, weiß ich nicht. Wir nehmen erstmal die Verputzung. Und im Garten können wir uns auch schon wieder. Aber das machen wir das nächste Mal, wenn wir einen Garten machen, ne? Immer alles zu seiner Zeit. Ich mach mal hier auf. Ach, wir haben jetzt den Hypermob 3000, Alter. Wie machen wir hier denn sauber? Oh, ich glaube, wir müssen die mit der Hand wegmachen, ne? Wie kriegen wir denn die Kakerlaken weg? Achso, den kann ich hier wieder hinstellen. Und dann ist er natürlich auf einmal wieder sauber. So ist das zu Hause auch. Alles dreckig, liegt auf dem Boden. Ich stelle es wieder hin. Zack, ist wieder sauber. Normal. Also ich weiß nicht, die saufen auch Wein ohne Ende. Was haben wir denn hier für ein Vino, sag mal? Machen wir erstmal den ganzen Müll weg. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. So, Einkommen, Einkommen, Einkommen. So, den Schrubber, den nehmen wir natürlich gleich auch nochmal in der Hand. Na, der Bart, der hat natürlich auch jetzt hier so seine Probleme mit der Kuh gehabt. Ich glaube, wir müssten das auch einfach dann ein bisschen anschaulicher machen. Das ist natürlich dann im zweiten Teil, wenn wir hier wieder anfangen zu pimpen. Ist doch klar. So, erstmal ein bisschen putzen, bisschen die Flecken wegmachen. Hier auch alles vollgeschissen. Ich bin der Kalle, mich wollen alle. Und ich bin diese Woche noch auf Malle.
Was ist hier denn los? Was ist das denn für eine Grufti-Höhle geworden? Mann. Die ist aber auch überall nur Schmutz. Alles wegmachen hier. Weg. Oh, ich habe schon wieder eine neue Fähigkeit freigeschaltet. Da werden wir natürlich gleich mal rein investieren. Ich glaube, wir nehmen jetzt das schnellere Aufräumen. Damit natürlich zukünftig auch weniger Zeit verbringen müssen. Kann ich das mit einem Wischmob wischen? Oh ja. Die Graffitis. Weggemacht. Aha, yeah. Gonna be my lover. Aha, yeah. Gonna be my lover. Ich würde jetzt gerne mal die ganzen Kakerlacken hier wegmachen. Und wir nehmen jetzt mal den Staubsauger. Und jetzt will ich, dass das hier burnt. Und nochmal belohnt. Hey, komm her, du Kakerlake, Alter. Genügend Kakerlaken umgebracht. Du hast ein Kakerlakennest zerstört. Alter, hol mal wieder unseren Fensterwischer raus, ne? Wo sind die letzten 2%? Ich finde euch. Irgendwo hier sind noch 2% Schmutz. Und ich werde sie finden. Zack, da haben wir's. Montiere die Geräte. Achso, hier wollen sie jetzt eine Heizung haben. Da müssen wir natürlich mal auf Heizung gehen. Gib mal her den Lumpen. Montage, das haben wir alle schon mal gemacht. Da kommt nämlich die Muffel, kommt da ran. Und die Müller werden auch weggeschraubt. Wie im Schlafzimmer, nicht wahr? So, neuer Fähigkeitspunkt. Es löppt der Lachs. Ich kann's nicht anders betonen. Ja. Ich glaube, das mit der Vergipsung, das können wir auf jeden Fall irgendwann nochmal gut gebrauchen. Deswegen werden wir jetzt, einfach mal tryhard auf Vergipsung gehen. Weil ich habe das Gefühl, irgendwann müssen wir Sachen vergipsen. Und dann bin ich Mel Gibson. Piss dich! Montiere das Gerät. Auch hier wieder eine Heizung. Kaufen, dran machen. Und rein in die Mütter. Fenster reinigen machen wir natürlich auch nochmal. Sag ich dir die Pagidi. Auch hier eine Heizung. Also so viele Mütter, wie ich heute schon weggeschraubt habe. Oh, Junge. So, ich hoffe, der Bart ist auf jeden Fall zufrieden. Und wir haben jetzt das ganze Haus schön geputzt. 3.700 Euro eingenommen. Ich würde sagen, so auf jeden Fall ein erfolgreicher Tag. Super, schalt auch beim nächsten Mal wieder. Kalle, du Gavno, Sabache. Pimpen. Ты вонючий, блядь. Die Bruchbude soll ich pimpen. Ich dachte, der will den Laden. Ananis, чёртом. Ja, gut. So, der Tisch, der kommt jetzt hier mal woanders hin. So, wir stellen einfach mal alles so anders rein. Der ganze Laden, der muss hier erstmal bereinigt werden. Und zwar von Möbeln. Alle Schotten dicht. Achso, die Lampen auch nochmal raus. So, auch die Deckenlampen hier alles weg. Alles raus, was keine Miete zahlt. Und hier zahlt eh keiner was. Jetzt haben wir den Raum hier richtig schön blitzeblank gemacht. Das Erste, was wir hier machen, ist auf jeden Fall streichen. Denn mit den Farben hier an der Wende, da wirst du auf jeden Fall niemanden abschleppen. Deswegen hier mal ein ganz besonderer Tipp meinerseits. Reife Birne. So, davon kauft ihr euch 3 Pötte. Und dann wird hier gestrichen. Denn ich sag ja auch immer schön, hast du reife Birnen an der Wand, hast die Birnen bald in der Hand. Versteht ihr, was ich meine? So. Neuer Fertigkeitspunkt. Zwischendrin noch mal natürlich wieder ein bisschen scalen. Superschnelles Streichen. Das muss flotter gehen. Wir haben jetzt 3 Wände in der reifen Birne gestrichen. Und jetzt wird's nochmal mit reizvoller Lavendel betont. Absoluter Profi-Tipp. Kann ich jedem nur empfehlen, der da auch mal Lust hat, ein paar Mädels einzuladen, ne? Los geht's. Eindeutiges Update, würde ich sagen. Reife Birnen und reizvoller Lavendel, Alter. Oh, nochmal. Nun, wenn man hier eine Party feiert und wenn man hier natürlich Leute einladen will, dann soll das Ganze natürlich einen gewissen Eindruck hinterlassen. Das bedeutet, heute dreht sich alles um Eindruck gewinnen. Ja, der erste Eindruck zählt und da wollen wir natürlich, dass es ballert. Und was würde mehr ballern, wenn man sich hier einfach mal 8 Maschinengewehre schön an die Wand zimmert? Das werden wir gleich noch schön mit Beleuchtung ausschmücken. Ausgezeichnet wird das Ganze nochmal durch 3 Luftgewehre. Das ist auch nicht schlecht. Und ich hatte Beleuchtung versprochen. Ihr bekommt Beleuchtung, ganz klare Sache. Das sieht doch geil aus. Kann mir doch jetzt keiner sagen, dass er, wenn er nicht hier reinkommt und sagt, Alter, hier ballert's ja richtig. Sieht halt wirklich geil aus irgendwie. Keine Ahnung. So, hier lassen wir dann, hinterlassen wir einfach nochmal einen persönlichen Abdruck, würde ich sagen. Fände ich gar nicht mal so schlecht. So, dann haben wir hier nochmal unseren persönlichen Fußabdruck hinterlassen, würde ich sagen. Ne? Das K steht natürlich auch für Qualität aller. Und jetzt kommt hier was ganz Besonderes noch rein. Denn es ist ja auch irgendwie so eine kleine Männerbutze. Ne? Das ist ja ein bisschen so David gegen Goliath, sehr martialisch. Und da ist natürlich auch Kräftemessen angesagt. Und jetzt pass mal auf. Jetzt denkt ihr euch natürlich, hä, was soll das jetzt? Sind das hier die anonymen Alkoholiker, Alter? So, dann kriegt ihr jeder noch so einen Tisch, Alter.
Und natürlich noch ein bisschen Verpflegung. Ist auch wichtig. Jeder kriegt hier noch so einen Pott Erdnussbutter. Hier stellen wir nochmal ein schönes Fass Bowle hin. Aber da können sie natürlich dann immer reinschütten, was sie wollen. Dann können sie sich hier mal schön einen reinkippen. So, und jetzt kommt der Clou. So, jetzt hat hier jeder sein Spotlight bekommen. Das heißt, jeder, der hier sitzt, der hat natürlich jetzt nochmal ein bisschen seine Lampe bekommen. Denn hier ist es so, dass hier jeder seine verfickte Fabrolle erhält. Und man hier so ein bisschen um die Wette dingsen kann, ne? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Bisschen was zur Stärkung packen wir hier auch noch mit hin, ne? Ein paar Dosen. So, jetzt fehlt natürlich noch ein bisschen was in der Mitte. Ein Color im Blumentopf, warum auch nicht? Ich finde, das ist auch ein schönes Ding zum Angucken, wenn man dann dabei ist, ne? So, ich würde sagen, you officially have been pimped, Alter. Ja, war auf jeden Fall wieder super erfolgreich. Wenn wir mal zurückdrehen, am Anfang eine super Bruchbude, Kakerlaken, Schmutz, Dreck, Weinflaschen und Eimer überall in der Ecke, Alter. Dann haben wir ein bisschen umgestaltet, ein bisschen gestrichen. Na, ein bisschen von vorne bis hinten, alles komplett saniert und einfach eine absolute Fab-Challenge mit eingebaut und sogar uns selber hier noch mit eingraviert. Und ich finde, die Waffen an der Wand, die sehen auch tipptopp aus. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Ich bin euer Kalle Kuschinski und bis zum nächsten Mal. Tschüss.